Hallo und herzlich willkommen im Keller. Wir müssen ein Danke-Video hier machen zusammen. Beziehungsweise ich will und ihr müsst es dann eben entsprechend über euch ergehen lassen, sofern ihr nicht die schenkenden Personen seid, die daran schuld sind, dass jetzt dieses Danke-Video-Jüching eben entsprechend kommt. Bei denen gehe ich ja immer davon aus, dass die ein bisschen Freude dran haben, dass ich diese Videos eben entsprechend mache. Und ich bin noch am Zeug zusammensuchen, aber ich erzähle schon mal. Und zwar handelt es sich total überfällig um ein Vorgeburtstagsgeschenk. Kam zufälligerweise ganz kurz vor meinem Geburtstag, was natürlich auch schön war, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mir gut gefallen, dass das ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt entsprechend eingetroffen ist. Sehr, sehr schön. Toll, toll. Und das andere, das war tatsächlich ein Geburtstagsgeschenk. Das ist zwar ein kleines bisschen hinterher angetroffen, aber völlig egal. Völlig egal, hat mich auch wahnsinnig gefreut. Und letzteres habt ihr auch schon mal in einem anderen Video vielleicht gesehen. Also wenn ihr all meinen Quatsch guckt. Die andere Sache habt ihr aber noch nicht gesehen. So, mit der fangen wir an, die auch schon wirklich eine ganze Weile da ist. Und es tut mir leid, dass ich nicht dazu gekommen bin. Das Problem war einfach, dass ich jetzt relativ lange in der Schweiz war. Davor habe ich es auch irgendwie nicht geschafft. Und hatte irgendwelche anderen Sachen in meinem Kopf und habe gedacht, ja, jetzt kann ich mal eigentlich runter in den Keller gehen und das schnell noch abdrehen. Aber dann war ich in der Schweiz. So, und da hatte ich es nicht mitgenommen, weil der Rucksack ist zwar groß, aber so groß dann nun auch wieder nicht. Es handelt sich, und vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, und leider sind auch nicht mehr alle da, um einen riesen Vorrat Oatsnack. Keine Ahnung, ob ihr jetzt Oatsnack kennt. Ich kannte die schon. Ich finde die auch lecker. Ich mag ja Haferflocken. Hat sich wohl offensichtlich rumgesprochen. Und das sind Haferflockenriegel. In, und das war mir nicht ganz klar, 15 Geschmacksrichtungen. Das ist schon etwas erschreckend. Ich mache einen mal gleich auf, zum Zeigen. Welchen nehme ich denn? Klasse Schoko, schon schön. Schoko Orange. Noch nicht mehr. Ich versuche mich auch gleich mal an alle 15 Geschmacksrichtungen zu erinnern. Wie gesagt, das sind ja nicht mehr alle da. Matte Macchiato. Brazil Nut, auch lecker. Ich nehme Joghurt. Nach langem Überlegen nehme ich jetzt mal Joghurt und zeige euch mal, wie die Dinger aussehen. 15 Stück, alle Geschmacksrichtungen. Dazu noch in dieser Packung, dass man sich vorkommt, als wäre man der Supermarkt. Also auch sehr cool. Sehr, 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 sehr cool. Und ich weiß, was die Teile einzeln kosten, weil ich mir schon mal den einen oder anderen gekauft habe. Und deswegen muss ich jetzt, um mein Gewissen zu beruhigen, allein schon auf der Tatsache basierend, dass ich so lange gebraucht habe für dieses Video, sagen, du hast es voll übertrieben. Also, tolles Geschenk. Also wirklich vielen, vielen herzlichen Dank. Und ich heb mir, versuche zumindest die meisten davon noch aufzuheben bis zur Grönland-Tour, eben entsprechend im Sommer, also 2019 natürlich. Da können wir die wunderbar gebrauchen. Da werden wir die auch alle dann entsprechend alle machen und mitnehmen. Und selbstverständlich gibt Evelyn noch ein paar ab. Insbesondere die Sorten, die für meinen Geschmack zu gesund sind. Ich würde die zur Not alle essen, ne? Keine Sorge. Aber manche lieber, andere gerne abgeben. Vorsichtig ausgedrückt. Aber das wäre perfekt. Optimal, besser geht's nicht. So, Joghurt ist zum Beispiel einer, den ich mag. Es fehlt, was habe ich gegessen? Lemon-Joghurt, glaube ich. Irgendwas mit Zitrone und Joghurt habe ich gegessen. Dann habe ich noch irgendwas anderes mit Vanille gegessen, glaube ich. Jemand hat irgendwas mit Apfel und nee. Vanille-Apfelzimt ist noch da. Ich glaube, es gab noch mal einen normalen Apfelzimt. Und den hat Kellerbesuch gegessen. Und der Rest ist noch da. Da kommen wir gleich noch dazu. Wie gesagt, hier jetzt Vanille. Joghurt. Machen wir mal auf. Technische Daten folgen sofort. Ich zeige euch das Teil erstmal. Und
Eigentlich habe ich ja schon gegessen heute. Das ist quasi eine Mahlzeit. Also die Teile machen richtig, richtig satt. Also mich zumindest, habe da echt das Gefühl, ich habe wahnsinnig viel gefressen. Kalorien zu Gewichtverhältnis ist auch gut. Also wir haben hier eine Belagseite mit eben entsprechend und unterschiedlich schmeckendem Salat. Der richtet... Salat. Belag, der richtet sich nach der Geschmackrichtung. Und auf der Rückseite gibt es Haferflocken. Ne? Und so rum, der Großteil ist schon Haferflocken. Aber der geschmackliche Unterschied, dadurch, dass dieses Zeug, was hier oben drauf klebt, immer sehr intensiv schmeckt, ist durchaus gegeben. Und man kaut da auch eine Weile dran rum. Man hat einfach, wenn man jetzt auf Tour ist und will am Mittagessen wirklich nur so ein Ding essen, wiegen 65 Gramm, aber ich hätte dann echt das Gefühl, ich habe jetzt richtig was gegessen. Entschuldigung. Kauen. Langt erstmal. Ist wie Lembas. Ein Haps reicht, naja, theoretisch, wenn man kein Hobbit ist oder ein Zwerg, für eine lange, lange Zeit. Ne? Leider bin ich, glaube ich, beides. Hobbit und Zwerg im Innern. Jedenfalls machen die wirklich unglaublich satt. Und diese 65 Gramm Dinger, da hast du echt das Gefühl, das ist eine richtig, richtige Mahlzeit. Die Kaloriengehalte, die variieren so ganz geringfügig nach dem, was drauf ist. Also vom Belag her. Aber wir sind hier jetzt bei pro Riegel 275. 272. Nochmal 272. Ja, also so irgendwas um den Dreh. Und da kommt man auf 100 Gramm Werte von 419 oder irgendwie sowas. Also für Müsli, für einen Müsli-Riegel, einen Haferflockenriegel, natürlich ist das so ungefähr Standard. Viel mehr kannst du aus einem auf Haferflocken basierenden Riegel nicht rausholen. Da müsste man jetzt schon noch irgendwelche super fettigen Sachen reinmachen, damit es halt dann noch mehr wird. Aber das ist eigentlich nah am Optimum. Geschmacklich wirklich ausgezeichnet, finde ich. Die sind auch nicht so trocken. Die sind irgendwie relativ saftig. Und macht richtig, 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 richtig satt. Was drin ist, ist natürlich unterschiedlich. Für diejenigen, die das jetzt interessiert. Im Wesentlichen halt immer ein Haferflockenriegel. Alle sind vegetarisch. Ich weiß nicht, ob manche vegan sind. Zutaten. Ich lese es einmal vor. Darf sich jeder seine Meinung dazu bilden. Und effizient sind die auf jeden Fall. Ob das jetzt die ideale Trekkingnahrung ist, sei mir bitte nicht böse. Das möchte ich jetzt auch nicht behaupten, weil es schon noch Alternativen gibt. Aber ich freue mich total darüber und kann die wirklich hervorragend brauchen für die Grönland-Tour. Also bitte wirklich nicht falsch verstehen. Große, große Dankbarkeit du hast. Aber einfach der Fairness halber möchte ich es noch kurz dazu sagen, dass es schon nachhaltigere Produkte gibt im Müsli-Riegel-Bereich. Ne? Aber nichtsdestotrotz, die schmecken nicht so sonderlich, diese nachhaltigen Dinger. Also diese Super-Ultra-Öko-Riegel, wir haben mal ein paar getestet auf Tour, habe ich schon mal als Paket bekommen und war auch toll zum Testen, vor allen Dingen Evelyns Gesichtsausdruck, sie hat Versuchskaninchen spielen müssen und genauso hat sie sich auch gefühlt wie ein Karnickel, weil schmeckt so ungefähr nach Hasenfutter, scheinbar. Ich habe dann auch mal probiert, gebe ihr recht. Aber das, hervorragend und vielen, vielen Dank für eben dieses Erlebnis der besonderen Art. War sehr unterhaltsam, also wer sich jetzt gerade angesprochen fühlt. Ja, und da ist jetzt alles Mögliche eben an Zusatzstoffen drin. Also so viel, dass ich das fast schon nicht vorlesen möchte. Vor allen Dingen die Fettglasur, also der Belag sozusagen, der enthält halt unter anderem auch wieder das olle Palmöl, relativ viel drin. Und es sind wirklich jede Menge Zusatzstoffe drin, Farbstoffe, Flavoring, Citric Acids, also Entschuldigung, das ist, ich bin ins Englische gerutscht. Also ich lese es doch mal vor. Invertzucker, kakaohaltige Fettglasur, Zuckerpalmöl, Kakaopulver, Fruchtzubereitung mit Orangengeschmack, in diesem Fall konzentriertes Apfelpüree, Orangensaftkonzentrat, Fructose, Glukosesirup, Feuchthaltemittel, Glycerin, Weizenfasern, Zucker, Palmöl, Reisstärke, Geliermittel, Pektin, Säuerungsmittel, Zitronensäure, Aroma, Antioxidationsmittel, Ascorbinsäure, Farbstoff, Kurkumin, Margarine, wieder mit Palmöl, Rapsöl, Wasser, Salz, Emulgator, E471, Farbstoffe, Aroma, Zitronensäure, enthält Weizen und Gluten.
molkenfrei. Für Veganer geeignet. Oh, jetzt auf einmal doch. Sowas. Jetzt muss ich Veganer werden. Ja. Nicht, dass das nicht lecker wäre und ich habe es mir auch schon selber gekauft. Und ich persönlich kann das guten Gewissen futtern. Insbesondere, wenn es ein Geschenk ist. Und irgendwo hört dann meine Ablehnung von Palmöl dahingehend auch wieder auf, dass hin und wieder man an dem Zeug einfach nicht vorbeikommt. Geht halt einfach nicht. Und wenn es dann riesige persönliche Nachteile darstellt, da 100% darauf verzichten zu wollen, dann wird es irgendwann aus meiner Sicht auch ein bisschen zu extrem. Und Dinge, die extrem sind, die mag ich nicht. Also nochmal, ich freue mich da wirklich sehr, sehr drüber und wir können die ausgezeichnet brauchen und vielen, vielen herzlichen Dank. Aber ich wollte einfach nochmal kurz dazu sagen, weil sonst habe ich den Eindruck, dass ich hier irgendwas erzähle, was ich nicht unterschreiben sollte vielleicht. Kann schon, sollte vielleicht nicht, ja, keine Ahnung. Vielen Dank, dank dir also herzlich und kommen wir zum nächsten. Und nochmal sorry, dass es so lange gedauert hat. Wichtig, muss ich auch nochmal sagen. Und das nächste, und da fehlt jetzt leider ein Teil, was wieder irgendwo liegt, aber das habt ihr in einem anderen Video schon gesehen und ich hoffe, du bist mir jetzt nicht böse, dass ich den Light My Fire Fire-Stil jetzt nicht separat zeigen kann. Es war nämlich dabei, der Light My Fire Army heißt der, glaube ich, stand irgendwie drauf. Das tatsächlich, ich habe ja dann ein kleines Video gemacht, wo ich mal Feuerstähle verglichen habe. Hast du bestimmt schon gesehen, die Zündlerei. Und da habe ich ja auch das, was ich von dir bekommen habe, eben entsprechend verwendet. Auch der standardisierte Kienspan, den ich verwendet habe, für den hochwissenschaftlichen Vergleich. Das war einer von denen, die du mir auch freundlicherweise mitgeschickt hast. Die Light My Fire Original Kienspänchen. Also vielen, vielen Dank. Ich habe schon lange mit so einer Tüte mal geliebäugelt. Wirklich, wirklich schon lange. Und auch das einfach so, ne, meine entsprechende Neugier, was brennbare Substanzen angeht, die ist dir ja bekannt offensichtlich. Vielen, vielen Dank, wirklich. Ich hatte auch Mordspaß bei dem entsprechenden Zündel-Video. Ich hoffe wirklich, das hast du gesehen. Gehe mal aber schwer von aus. Und ja, das macht schon wirklich Freude. Die waren also dabei. Dann eben der Light My Fire Fire-Stil. Er ist mit Sicherheit nicht weg. Ich habe ihn, glaube ich, in irgendeine Dose, Ausrüstungstasche, Rucksack, Deckelfach oder sonst wie, wo ich halt wirklich Zugriff drauf habe, habe ich ihn irgendwo eingebaut. Ich weiß gerade wirklich nicht mehr wo. Das mache ich mit vielen Ausrüstungsgegenständen. So, die tauchen dann halt irgendwann plötzlich spontan auf. Wenn man viel Glück hat, genau dann, wenn man sie braucht. Das passiert, ehrlich gesagt, eher selten, aber manchmal klappt's. So, und da ist er jetzt leider irgendwo, wie gesagt, nicht verschwunden, aber im Gebrauch sozusagen. Dann war dabei, oh, das kann ich auch hervorragend brauchen. Und das habe ich auch gerade neulich, gerade gestern hatte ich es im Einsatz, weil ich es dabei habe. Ich experimentiere gerade mit verschiedenen Dingen, die man sich an den Gürtel hängen kann. Einfach, um sie im Wald immer griffbereit und dabei zu haben. Auch Spaß in der Freude, ne? Nicht weil ich jetzt Angst habe, dass ich jedes Mal, wenn ich in den Wald gehe, gleich in die Survival-Situation komme. Ich habe auch nicht jedes Mal meine EDC-Dose dabei, wenn man EDC-Dose noch kennt. Kann ich nicht behaupten. Ne? Also so richtig EDC ist die nicht, weil sie halt nicht wirklich jeden Tag getragen wird. Aber ich baue sowas gerne. Und ich renne auch gerne mit Zeug am Gürtel durch die Gegend, einfach weil ich es lustig finde. Solange man damit jetzt nicht Leute erschreckt. Das muss kein super langes Messer oder mein Beil sein oder so. Das, wobei, mit so einem Mini-Beil, ich weiß nicht, ob man damit jemanden erschrecken kann. Ich glaube, die meisten Leute würden sich dann eher denken, was ist das denn? Aber es funktioniert. Dieses Teil. Ne? Das ist ein Feldstecher. Und ein schöner. Hervorragend. Auch wirklich gut verarbeitet, bin ich positiv überrascht. Ich hatte mal einen von Chibo. Ja, war jung, hat funktioniert, funktioniert auch heute noch. Das Blöde ist nur, diese Schrauben hier, also diese Halterung, da, wo man hier eben entsprechend das zusammen oder halt eben entsprechend auseinanderbiegen kann, das war ganz schnell dahingehend kaputt, dass es total lose war. Und da musste ich halt quasi
beim an die Augen setzen, weil so ist das jetzt fest, ne? Das kann ich durch die Gegend schütteln, das bleibt in der Einstellung, wie ich es eingestellt habe. Und beim an die Augen setzen musste ich das andere kaputte Teil halt quasi dann jedes Mal festhalten, damit sich das ja nicht bewegt. Also wieder in eine andere Position bringt. Und das hat im Wesentlichen die Funktion, dass du durchgucken kannst. Dann hat es eine achtfache Vergrößerung, glaube ich. Ja, müsste achtfach oder zehnfach, weiß ich nicht mehr. Steht leider gerade nicht. 10x25. Ist 10x25 eine achtfache oder eine zehnfache Vergrößerung? Ich glaube eine achtfache. Kann ich euch jetzt gerade nicht sagen. Ich bin kein Experte für Ferngläser. Also ich weiß nicht, wie man sie verwendet. Und sie helfen mir sehr. Aber dann ist auch entsprechend Schluss. Zum Beispiel kann ich jetzt Dinge, die an meiner gegenüberliegenden Kellerwand, mein Keller ist etwa 8 Meter dürften es sein, ist er insgesamt lang. Ich hocke kurz vor der einen Wand, andere Wand da drüben, ne? Und da kann ich wunderbar Dinge, die an der anderen Wand sind, wirklich so richtig groß und toll beobachten, inklusive die Spinne an der Decke. Ja, da ist eine, sind mehrere. Herzlichen Dank, wirklich ganz tipptopp, auch gerade wenn ich mal nicht mit der Kamera rumrennen will, absichtlich nicht will, weil wenn ich sie dabei habe, finde ich meistens irgendwas, wo ich auf die Idee komme, jetzt könntest du noch, aber manchmal will ich einfach so für mich spazieren gehen und dann ist das eine richtig tolle Alternative, um dann auch mal einfach Tiere zu beobachten, weil man sie einfach nur beobachten möchte. Irgendwie gibt mir das was, Tiere wirklich nur anzugucken und selbst wenn ich gar nicht erst auf die Idee zu kommen, die fotografieren zu wollen, so als Privatbegegnung irgendwie. Ja? Und ja, da ist ein Feldstecher wirklich ideal. Und ich habe ein Fernglas, aber das ist dieser Trümmer hier von meinem Großvater. Kann man auch in den Rucksack schmeißen. Ich hatte hier ein kleines bisschen abgeplatzte Farbe, ist aber ansonsten noch wunderbar. Ist auch ein tolles Fernglas, funktioniert noch einwandfrei und ist bestimmt 100 Jahre alt. Das war bei ihm schon alt, als er das entsprechend sich zugelegt hat. Beziehungsweise, das hatte er schon immer. Also alle Verwandten, die ich noch fragen konnte, haben bestätigt, dass dieses Fernglas schon immer vorhanden war. Und da muss man jetzt sagen, das ist noch echt wunderbar dafür, dass das so super alt ist. Das könnte wirklich 100 Jahre alt sein. Mein Großvater ist ja auch schon wäre über 100, inzwischen weit über 100. Und wenn er das als Junge schon gehabt hat, und so sieht es fast aus. Vielleicht ist nicht ganz 100 Jahre, ich weiß es ja nicht. Aber mein Vater hat es von seinem Vater und ich habe es von meinem Vater. Und da ich nicht sehe, wie das kaputt gehen sollte, wenn ich nicht ganz blöd stiefmütterlich behandle, kann man es ja vielleicht auch mal weiter vererben. Und ich habe das auch mal wirklich gerne in Einsatz draußen. Und manchmal nehme ich es auch gerne mit, aber es ist schwer. Also es ist auch nicht super schwer. Das ist rein 100% Metall. Da ist gar nichts Kunststoff. Und die Kappe hier, die man hier drüber machen kann, die ist Gummi. Aber auch kein Kunststoff, sondern echtes Gummi. Und die Bänder hier sind Leder. Und das brauche ich jetzt niemandem erzählen. Das ist einfach ein tolles Gerät. Das habe ich schon gerne. 8x40. Gefühlt die gleiche Vergrößerung wie dieses Ding hier. Wenn ich jetzt hier so durchgucke. Das sieht gefühlt wirklich fast identisch aus. Fast. Vielleicht ein kleiner Unterschied ist da. Tatsächlich ist das hier sogar noch mal ein bisschen mehr ranzoomend. Also es ist sogar besser, kleiner, aber es ist ein Erbstück. Aber trauen mitzunehmen, tue ich mich dann doch wirklich eher das. Erstens, weil ich das andere nicht kaputt machen möchte. Zweitens, weil das halt entsprechend schwer und sperrig ist. Und drittens, bessere Vergrößerung. Und vielleicht auch etwas einfacher an der Anwendung einfach. Aber nichts gegen mein uralt Fernglas. Ja, vielen Dank. Das hat mir echt gefehlt. Du bist hervorragend darin, Dinge zu finden, die ich noch nicht habe. Und die ich brauchen kann. Und also, das ist echt Wahnsinn. Wahnsinn. So, und dann warst du ja der Meinung, dass ich jetzt auch noch ein Light My Fire Messerchen brauche. Hast du recht. Also, jetzt brauche ich es nicht mehr. Aber, ist schon toll.
die mag ich richtig, richtig gern. Und ich habe da ja auch schon oft mit geliebäugelt und mir überlegt, wenn ich mal wieder versucht habe, meinem schlechten Gewissen klarzumachen, dass ich eigentlich genügend Messer habe. Bisher ist es mir auch gelungen, jetzt ist es nicht mehr notwendig, dass ich dieses Messer nicht brauche, weil ich ja wirklich genügend Messer habe. Aber das hat mich schon immer sehr, sehr angelacht. Wer jetzt sich fragt, ist da nicht normalerweise so ein langer Fangriemen dran? Ja, ist, aber ich mag Fangriemen nicht. Also nicht an Messern, haben abgemacht. Aber es ist einer dabei, wer das mag, wunderbar. Der sitzt dann auch gleichzeitig am drin integrierten Fire-Stil. Und jetzt kann ich doch noch mal ein bisschen mit zumindest einem der beiden Fire-Stile, die da quasi in dem Geschenk drin waren, herumhantieren. Der ist hervorragend. Ne? Der ist genauso gut wie der andere Light My Fire Fire-Stil. Und wie ich jetzt inzwischen sagen kann, also sie sind mindestens ganz vorne dabei. Mit ganz geringem Druck auch schon kann man da schon die ersten Funken erzeugen. Die funktionieren wirklich ausgezeichnet. Und was ich an diesem Messer ansonsten noch toll finde, es ist natürlich saumäßig scharf, wie alle Mora-Messer. Das ist ja im Grunde ein Mora-Messer in Kombination mit Light My Fire. Der Fire-Stil von Light My Fire. Das Messer ist von Mora. Das Griffmaterial ist wahrscheinlich irgendwas dazwischen. Keine Ahnung. Die Klinge finde ich so raffiniert, weil die, hier vorne oben kann man sehen, einen Flachschliffbereich hat, wo man quasi einen Flachschliff in den sogenannten Scandi-Grind, ne, Scandi-Grind, skandinavischen Schliff, reingeschliffen hat. Man hat also an ein und demselben Messer sowohl einen Flachschliff oder zumindest einen Fast-Flachschliff als auch eben den üblichen Scandi-Schliff von den Mora-Messern. Ich persönlich schaffe lieber mit Flachschliff, persönliche Vorliebungssache, der ist sicherlich nicht für alles besser, mit Sicherheit nicht, aber fühlt sich für mich irgendwie besser an. Nichtsdestotrotz mag ich diese Messer sehr, sehr gerne und ich arbeite mit denen auch gerne. Aber für mich ist es einfach deswegen so ein geniales Messer, weil ich dann auch für Dinge, die ich halt üblicherweise gerne mit meinem Flachschliff mache, hier mit der Messerspitze dann eben entsprechend noch ein bisschen arbeiten kann und meinen Flachschliff entsprechend für ganz filigrane Dinge noch nutzen kann. Und filigrane Dinge, die funktionieren ja auch relativ weit vorne am Messer. Dann kann man es zum Beispiel wirklich ganz gut so nehmen. Habe ich schon gemacht, funktioniert wirklich einwandfrei, gar kein Problem. Man muss nur ein kleines bisschen aufpassen, wenn man jetzt nicht die... Wenn man ganz kleine Hände hat, dann kann man es nicht machen, weil man mit dem Daumen nicht bis nach vorne kommt. Wenn man zu große Hände hat, dann muss man aufpassen, dass man sich nicht aus Versehen in die Klinge reinlangt, weil das würde dann schon arg wehtun. Man muss ein bisschen vorsichtig sein und sich genau überlegen, wie man das Ganze dann anfasst. So wie ich es jetzt zum Beispiel halte, kann eigentlich kaum ein Verletzungsrisiko entstehen, aber da muss man ein kleines bisschen vorsichtig sein. Aber ich persönlich mache das gerne so und habe eigentlich enorm viel Spaß mit diesem Messer bisher. Mit so Messer, die an den Gürtel gehören, bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil ich keine Leute erschrecken möchte und laufe das ja gern ungern mit einem Messer am Gürtel durch die Gegend. Das heißt, ich bin schon mitten im Wald, weit drin und weiß, da ist die Chance, dass jemand vorbeikommt, verschwindend gering. Dann ist es mir egal. Und deswegen mag ich auch diesen Schnellgürtelclip, wo man es einfach aus dem Rucksack nehmen kann und kurz an die Hose machen kann. Man muss gar nicht erst den Gürtel aufmachen und alles einfädeln. Ganz tolle Erfindung. So ähnlich hat das ja auch das Glock-Feldmesser. Das finde ich beim Glock-Feldmesser auch so genial. Ist auch eins meiner Lieblingsmesser. Ne? Das war mein erstes Video. Mein allererstes war das Video zum Glock-Feldmesser. Mein allererstes. Ist natürlich total illegal. Das ist ja sogar ein Kampfmesser. Wenn das keine Waffe ist, dann weiß ich auch nicht. Also viel illegaler geht es gar nicht. Also was das Führungsverbot angeht. Ne? Man darf das schon besitzen. Man darf nur nicht damit rumrennen. Und angenommen, ich würde mal im Wald mit dem Glock-Feldmesser rumrennen, dann würde ich das so ähnlich machen, wie ich es mit meinem völlig legalen und auch jederzeit führbaren Light My Fire Messer machen würde. Da mache ich's. Hier würde ich es machen, was ich selbstverständlich nicht tue. Nein! Würde ich niemals tun, dass ich es im Rucksack transportiere, damit es zumindest mal nicht gesehen wird. Und wenn ich dann da angekommen bin, wo ich mit rumrennen möchte, dann würde ich auf keinen Fall den Gürtelclip aufmachen, es mir dann auch schnell am Gürtel anbringen, Gürtelclip entsprechend wieder zumachen und dann hätte man es am Gürtel und könnte da wunderbar mit rumrennen und sich lustig fühlen, weil man mit einem Kampfmesser rumrennt. Völlig abseits vom Schuss, ne? Wo man wirklich niemanden stören kann und keine Sau erschrecken kann. Also eine Sau vielleicht schon. dann würde ich das vielleicht, könnte ich mir vorstellen, sowas zu tun, wenn es da nicht verboten wäre. Ne? Selbstverständlich schreckt mich dieses Verbot absolut ab. Total. in Anführungszeichen war es da schon
Das sind ja auch wieder tolle Geschenke. Ne? Also wirklich großartig. Und ich habe da große, große, große Freude dran. Was du mir schon alles geschenkt hast. Der Wahnsinn. Das ist absolut der Wahnsinn. Er ist Wiederholungstäter für alle anderen. Absolut der Wahnsinn. Und vielen Dank auch für die Geburtstagsglückwünsche. Und das ist absolut toll. Also da hab ich echt Spaß mit. Und noch eine Funktion, aber dann bin ich jetzt wirklich gleich Schluss. Was mir halt vor allen Dingen auch nochmal schön bei diesem Messer gefällt, der mit dem scharf angeschnittenen Klingenrücken, das ist so ideal, um gerade mit Kienspan eben entsprechend so ein bisschen feineren Zunder zu machen. Ich habe das ja in dem anderen Video also schon entsprechend zelebriert. Und schon duftet es auch gut gleich im Keller. Also, ist schon wirklich ein Prachtstück und liegt hervorragend in der Hand. Ich habe genau die richtige Hand. Wie man hier sieht, ne? Da unten, guck mal, es passt quasi ideal. Da oben, perfekt. Genau die richtige Handgröße. Tibidobbi. Und dankenswerterweise hat es auch eine andere Farbe als das, was die Evelyn hat. Und ist deutlich männlicher. Dafür kriege ich bestimmt Ärger für diese Aussage. So, aber jetzt nochmal. Kann man nicht oft genug sagen. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Und damit bin ich raus. Ist es auch schon nicht mehr. Oh Gott. Ja, ich sollte auf jeden Fall langsam mal in den Schlafmodus kommen, damit ich dann auch beziehungsweise drüber nachdenken, jetzt demnächst mal schlafen zu gehen. Dankeschön. Tschüss.